Maxpedition Fatboy oder der Miltec Billignachbau? Welche von den beiden Dingen ist besser und ist eine Umhängetasche überhaupt etwas im Autobereich und sowieso und überhaupt? Und wenn du das wissen willst, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop bei Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, eine gute Frage. Fatboy, ich weiß nicht, ob du das überhaupt was sagt, Maxpedition. Das ist ja eigentlich schon aus einem anderen Jahrhundert. Naja, Jahrhundert ist nicht ganz richtig, aber die waren so aktuell 2008, 9, 10, 11, 12, sowas in diesem Bereich. Und ich habe meinen seit dem Jahr 2011, ja, und das ist er. Und warum habe ich den in Khaki? Naja, weil der da zu dem Zeitpunkt einfach günstig war und ja, da habe ich ihn mir gekauft. Also die Farbe taugt mir persönlich nicht so toll, aber das ist jetzt sicherlich nicht das Problem. Die Frage ist halt bei solchen Umhängetaschen grundsätzlich, und da zeige ich jetzt dann gleich die dazugehörige Miltec-Nachbauteil an. Bei den Umhängetaschen ganz allgemein habe ich immer das Problem, dass ich halt viel zu viel reinpacke. Geht dir wahrscheinlich auch so, auch bei Rucksäcken. Man packt einfach viel zu viel rein. Und dann hat man einfach das Thema, ja, dass einfach irrsinnig schwer wird mit der Zeit. Und man dann verkrüppelt geht, das ist halt der Nachteil. Aber wenn du dir angewöhnst, dass du nur wirklich das Notwendigste reinpackst in die Umhängetasche, ist das eine sehr, sehr coole Sache, wie ich meine. Du hast einen schnellen Zugriff zu den Dingen. Also für so ein bisschen eine Wanderung oder wenn man schnell irgendwo hingehen muss, ist das okay, dass man sein EDC, seine 7 Sachen mit dabei hat. Ist in Ordnung, aber jetzt zu den Produkten selber. Ich meine, der kostet natürlich deutlich mehr. Ich gebe da unten den Link auf Amazon, natürlich im Vergleich zu dem Miltec. Sie sind natürlich auch nicht absolut baugleich. Ja, es sind doch einige Unterschiede, denn sonst wird die Firma Maxpedition Miltec eine auf die Batterie hauen. Aber im Grunde sehr, sehr ähnlich. Mit was fangen wir an? Fangen wir mit dem Maxpedition-Teil an. So, wirklich... Was steht da drauf? Hard-Use-Gear, und das ist wirklich wahr. Das Material, wenn du es angreifst, merkst, das ist für die Ewigkeit gemacht, da reißt auch nichts. Da haben sich die Amerikaner wirklich ins Zeug gelegt und ja, eine doch sehr schöne Tasche gemacht. Was mir bei dem Fatboy einfach nicht taugt, und das muss ich gleich dazu sagen, ist, dass die Öffnung hier einfach so groß ist, dass hier, wenn man jetzt die Klappe drüber geklickt hat, immer ein bisschen ein Teil offen ist. Und dann... ist mir da mal runtergefallen oder ich bin wo runterbrustelt und dann sind die Teile rausgefallen, das hat mir nicht gefallen. Und deswegen habe ich meine Mama beauftragt, schon sehr lange her, mir hier da sowas einzunähen. Die hat das da eingenäht, ja, das kann ich zusammenziehen und dadurch ist dann, wenn ich die Klappe oben drüber gebe, alles abgedeckt. Das ist standardmäßig nicht so und da muss ich echt sagen, Irre eigentlich. Ich habe von dem Fatboy nie einen Review gemacht, weil er mich nie hundertprozentig überzeugt hat. Das muss ich einfach dazu sagen. Einfach aus, das sind so ein paar Kleinigkeiten, aber dazu komme ich dann gleich. Wenn du den Fatboy liebst, sei mal bitte nicht böse, aber ich sehe das halt so. Du hast hier dann zwei Fächer, ein Organisationsfach hier und ein Organisationsfach da und eben das große Fach. Ich habe da unterschiedlichste Sachen reingepackt, Fernglas, Erste-Hilfe-Set, Kompass und so Sachen. Zum Beispiel, wenn ich beim Kompass jetzt habe und auch das hier, das ist geparkt vom Orientierungskurs. Das heißt, ich lege am Vortag für die Leute, die zu dem Orientierungskurs kommen, eine Route aus, ja, und lasse sie dann nachher dorthin navigieren und dann gibt es dort weitere Wegpunkte und da macht man ein kleines Rennen draus und da sind sie dann selbstständig unterwegs und das ist lustig und da brauche ich ein Fernglas und natürlich auch einen dazugehörigen Kompass. Und wenn dich Orientierung insgesamt interessiert, dann gebe ich da unten den Link auf meinen Live-Kurs in Österreich oder zu meinem Online-Fernlerngang Orientierung für Survival, Navigation und Orientierung. Wenn dir das interessiert, sei auch da dabei. Lohnt sich wirklich. Gut, wie auch immer. Auf jeden Fall, das passt alles super rein und von dem ist er auch noch gepackt. Und da ist das für mich okay, so eine Umhängetasche, weil da brauche ich nicht so viel. Gut, weiter im Text. Hier vorne ist dann noch einmal eine Tasche zum Aufmachen. Da passt dann auch noch einmal ein bisschen rein. Es gibt ja eh schon so viele Reviews dazu. Da vorne, die habe ich nie benutzt, diese Tasche. Gut, zumachen. Mein 100.000-Facher und sozusagen, wie man in Österreich sagt. Dann da vorne ist ein Fach, kann man auch was reingeben, ja, passt die ganze Hand rein. Dann da oben, das ist das Brillenfach eigentlich, mache ich jetzt nicht auf. Dann ein Tragegriff. Dann für den amerikanischen Markt, hier könnte man eine Phosphorwaffe haben. Okay, nein, okay, das ist der falsche Film jetzt, ja. Ja,
Da könnte man für den Schnellzugriff eine Faustfeuerwaffe montieren. Da noch einmal molle Streifen und solche Geschichten. Gepolstert ist er gut. Das ist wirklich gut gemacht. Da haben sie wirklich nachgedacht. Hier auf der Seite eine Tasche, die mir am Wecker geht, weil die nämlich immer aufgeht. Ja, also zumindest bei mir. Und das mag ich nicht, dem traue ich nicht. Da ist das Band runtergegangen, aber das könnte man ersetzen. Aber, und das habe ich immer sehr gut gefunden, besonders auch als die Kinder noch wirklich ganz klein waren, dass ich da einen Trinkflaschenbehälter habe. Eine Nalginflasche, so eine dicke passt nicht rein, die dünne passt rein. Weiß ich jetzt nicht auswendig, aber die dicke klassische um 1 Liter, die ist einfach zu fett. Aber so das andere passt da alles gut rein. Da könnte man die Flasche noch einmal fixieren. Alles gut und wirklich auch schön gemacht mit einer Polsterung, eh cool, kostet aber auch Geld. Ich gebe da unten den Link auf Amazon. Und ja, so. Und jetzt komme ich zu dem anderen. Eine Sache noch. Das Teil ist, auch wenn da nichts eingeladen ist, schon einmal sauschwer. Also wenn du das umhängst, sagst du, für kleine Geschichten ist das okay, aber längerfristig nicht. So, jetzt habe ich das. Ich habe ein bisschen ein Faible für Taschen. Ich bin ein bisschen ein Taschenfreak. Eigentlich, ich bin sowieso ein Freak, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe 100.000 Ausrüstungsgegenstände, aber nur aus Berufsgründen. Nicht, weil es mir Spaß macht, sondern nur aus Berufsgründen. Na gut, okay. Ja, wurscht. So. Und da habe ich den jetzt gesehen und habe mir gedacht, kann das etwas und habe mir den bei Miltec bestellt. Ich bin ja auch Miltec-Händler bei mir im Shop und da habe ich mir die ganz einfach mitbestellt. Und als ich das ausgepackt habe, habe ich halt schon gleich gemerkt, dass das Material nicht so wertig ist wie bei Maxpeditions, muss man einfach dazu sagen. Aber, Sakra, für kostet das Teil auch deutlich weniger und ist leichter. Also es ist jetzt leer und ich merke es de facto nicht. Ja? Das ist beim Maxpedition Fatboy anders. Der ist aber auch... Aber das finde ich mal gut. Denn wenn ich jetzt die ganze Ausrüstung darüber packe, ist das ein Vorteil. Klar, weil ich Gewicht spare. Was mir nicht gefällt, das sage ich jetzt gleich, ich habe ihn noch nicht getestet. Er kommt in den Langzeittest, genau diese Tasche hier. Aber was mir nicht gefällt, ist das hier. Die Klappe geht mit einem Klett. Und ich gehe ja durch die Botanik. Ich bin ja nicht nur ein so Spaziergeher, sondern ich gehe durch die Botanik. Und da werden dann Kletten, die großen Kletten, die großen fetten Teile, ich weiß nicht, ob da das was sagt, wunderbar, also nicht die Samen könnte man auch zur Nahrung verwenden, aber das ist ein bisschen schwierig, aber die Klettenwurzeln, große Klette, eine sehr, sehr wichtige Nahrungspflanze, eine wichtige Survivalpflanze. Wenn dich auch das interessiert, ich mache wieder stinkige Eigenwerbung, ich gebe es zu. Es gibt auch einen Fernlerngang Nahrung, Survival-Nahrung bei mir. Ja, schau dir das an, da kommt auch die Kette ganz intensiv vor. Und das bleibt dann alles da hängen und 100.000 andere Labkräuter und was es da alles gibt. Und ich bin mir sicher, die hängen sich dann auch hier an und dann hält diese Klappe nicht mehr. Da muss man dann mit dem Bürstel raus. Das muss dir halt klar sein. Dafür kostet das Teil deutlich weniger. Das hier vorne ist auch da. Ist auch alles okay. Die Reißverschlüsse, ich merke es natürlich, dass die gleich einmal ein bisschen rauer gehen. Wenn ich die mit Silikon einsprühe, ist alles okay. Auch hier hätte ich den Schnellzugriff für irgendwas. Naja, gut, das müsste ein Schnellzugriff, naja, der ist insgesamt ein bisschen schmäler. Da kommt man nicht dazu, aber das ist bei uns ohnehin nicht relevant. Dann hier gibt es eben das Fass für eine Taschenlampe. Ja, oder für ein anderes, für irgendwas Feines, Leichtes. Das geht auch. Ist auch wieder mit Klett und nicht mit Clip. Da diese Seitentasche. Jo. Was mir gut gefällt, ist im Hauptfach. Das kann man zuziehen. Ein Schneefangsack oder wie auch immer man das nennt. Das finde ich einfach gut. Weil das habe ich ja vorher bei dem Maxpedition Fatboy bemängelt. Da muss man immer ein bisschen drauf schauen. Und hier gibt es auch ein Hauptfach, aber keine Unterfächer. Kein Organisationsdingsbumsfach, sondern kann man nur einfach Zeug reingeben und fertig. Dadurch ist es leichter, gell? Ist deutlich leichter. Und das finde ich ganz einfach gut. Da gibt es auch noch was. Das ist wahrscheinlich fürs Handy. Da hat man zwei Fächer. Eins und da, aber ja... Da einmal Molle, da ist hier mehr, da sind zwei Teile, da ist nur ein Molle. Soll so sein, ist mal wurscht. Hinten gibt es dann auch noch ein Fach. Ich glaube, dass wahrscheinlich das hier dafür gedacht ist, dass man da irgendwelche Kanonen reinsteckt. Aber wie gesagt, das ist nicht unsere Welt. So ist das. Und auch die Polsterung, das merkt man, die ist natürlich ein bisschen lockerer und ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, einfacher. Das hier passt, das funktioniert. Ich finde auch, dass das ausreichend ist. Diese Schulterstütze, dieser Schoner hier, die Ränder sind doch ein bisschen scharf, aber die vom Maxpedition sind schärfer. Man muss aber auch dazu sagen, ich merke, dass das Material wertiger ist. Aber so ist das ganz einfach. Was mir bei diesem kleinen Teilchen hier fehlt, ist der Flaschenhalter, auf den ich ja so stehe. Aber das kann man auch ganz locker beheben. Und zwar mit dem hier.
Molle kompatibel, wenn man das mag, oder anhängen. Soll ich anhängen oder Molle? Ich mache Molle. Und zwar, jetzt sagst du, Reini, ich weiß, wie Molle geht. Ja, ich weiß, dass du weißt, wie Molle geht. Bitte kein Dummkopf oder so. Ja? Aber das packe ich jetzt da mal rein, aber ich will es da zeigen. So, habe ich da jetzt dranhängen. Wie gesagt, ich könnte es auch hier zusammenklippen, aber da ist es mir lieber. Gut, jetzt sagst du, jetzt geht da keine Flasche rein. Ich habe eine Trinkflasche für ein Baby vielleicht oder Schnapsglas oder so. Zipp auf. Hallo, ich bin der Flaschenhalter. Ja, genau, von Tatonka. Und ja, da passt genauso eine Flasche rein wie beim Expedition Fatboy. Das ist genau, ich habe es ausprobiert. Sogar ein bisschen länger, aber vom Durchmesser her auch gleich. Also du kriegst die fette Nalginflasche nicht rein, aber so 1, oder so diese kleinen Flaschen, halb Liter. Und ich weiß nicht, wie die schmale heißt. Ist ja wurscht, ich gebe da unten den Link. Ist eine feine Sache. Also das Ding gefällt mir insgesamt sehr, sehr gut. Gibt es auch bei mir im Shop, weil ich persönlich 100%ig davon überzeugt bin, dass es cool ist. Hier in einem Grau, sehr dezent, nette Sache, gefällt mir einfach gut. Link findest du natürlich wieder unten. Billige Eigenwerbung darf ja auch sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß nicht, das Video dauert sicher 20 Minuten. Du wirst da denken, der Typ kann über Taschen 20 Minuten reden, dann Knall. Stimmt, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde heute das Geld für einen Fatboy nicht mehr ausgeben. Das kannst du anders sehen und ich weiß, es gibt eine Fangemeinde, aber ich würde ihn heute nicht mehr dafür ausgeben. Ist einfach so. Ich setze jetzt mal auf das hier. Ich werde jetzt für meine, wenn ich irgendwo nur so ein bisschen hingehe, aber trotzdem eine Ausrüstung mitbrauche. Ich meine, am liebsten gehe ich eh ohne einfach nur so und mit einem Messer, habe ich eigentlich ein Messer mit? Ja, habe ich ein Messer mit, genau. Also einfach ein Messer einstecken und eine Taschenlampe und das reicht mir meistens und ein Erste-Hilfe-Set. Okay, aber jetzt höre ich wirklich auf, ja. Und das kann man meistens in den Hosensack auch einstecken. Erste-Hilfe-Set, glaube ich, habe ich schon einmal ein Video dazu gemacht, wie wichtig das ist. Taschenlampe einfach aus dem Grund, wenn es dunkel wird. Ein Feuerzeug habe ich auch dabei. Okay, das ist wurscht und eben ein kleines Messerchen. Aber wenn es sein muss, dann werde ich das jetzt mit dieser Tasche hier machen von Miltec. Hab da ja schon gute Erfahrungen mit anderen, mit dem One-Strap. Und werde dann berichten, aber ich glaube, dass das okay sein wird. Ja? Und da er leichter ist, sicherlich kein Nachteil. Das war's. Sag mal du, schreib mal einen Kommentar, wenn du magst, wie du das siehst. Hast du Umhängetaschen? Welche hast du hier? Wie schwer dürfen die sein? Was hältst du von Maxpedition? Hast du den Fatboy oder hast du vielleicht sogar den Jumbo oder hast du den schmalen? Oder erzähl ein bisschen was. Wie lang hast du die? Was ist da deine Erfahrung damit? Das wäre einfach cool, wenn wir das teilen könnten. Ein Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Links zu den Produkten findest du unten, natürlich auch in meinem Shop und auf Amazon. Und klar ist das billige Eigenwerbung, das ist eh ganz klar. Will ich dich natürlich immer wieder darauf aufmerksam machen. Weil ja manche sagen, Reini, du musst sagen, dass das ein Werbevideo ist. Und ich weiß nicht, ich meine, Survival Shop Kanal und so, gell? Also ja, aber bitte, mache ich jetzt hier auch. Aber wenn du das erste Mal hier bist, da die Glocke drücken, damit du immer die neuesten Videos kriegst. Dankeschön dafür. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Russmann. Bis bald. Für dich.